Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2. Ist lange her, aber jetzt bin ich ja wieder da. So, fremde Exo, was willst du? Die Dunkelheit ist ein Parasit. Sie bohrt sich in deine Seele und nährt sich an deinen selbstsüchtigsten Begierden. Sie verdirbt jeden deiner Wünsche. Und du wirst das, was die Dunkelheit will. In dieser Welt gibt es für keinen von uns eine Zukunft. Ich habe es selbst gesehen und lasse das nicht nochmal zu. Deshalb sage ich dir, während du dich erneut vom Licht entfernst, in uns allen liegt die Kraft, die Dunkelheit zu kontrollieren. Wir müssen uns nur daran erinnern, warum wir hier sind. Wir sind die letzte Rettung der Menschheit. Die Fremde wirkt zufrieden, als du ihr den Splitter überreichst, den du Praxis abgenommen hast. Du hast Fortschritte bei der Zerschlagung von Eramis dunklem Rat gemacht und bewiesen, dass du den Verschungen der Dunkelheit bisher widerstehen konntest. Doch die Reise ist noch nicht vorüber. Um die Stasis gegen den Kelch der Dunkelheit einzusetzen, musst du die Macht, die durch dich hindurchfließt, voll und ganz unter Kontrolle haben. Die fremde Exo hat erlebt, wie es Hütern gelingt, die diese Disziplin nicht aufbrachten, doch sie sperrt sich zurzeit noch dagegen, mehr darüber preiszugeben. Sie gibt dir deinen Splitter zurück, der jetzt durch den von Praxis verbessert wurde. Du bist jetzt bereit für die nächste Stufe der Stasis. Stimme deine verbesserten Splitter der Dunkelheit in Netziguat in der Jenseits ein. Okay. Ja, lesen muss ich auch noch lernen. Ja, da wäre es auch perfekt, zu sagen, warum ich jetzt weg war. Und es hatte eigentlich... Netziguat. Die Krux, die Splitter, all die Dunkelheit hier auf Europa. Ich dachte, ich könnte das aushalten. Ich hatte keine Ahnung, dass wir so lange hier bleiben würden. Oder dass du dich ihr immer weiter nähern würdest. Ja, Chillmargeist. Also der Grund, warum ich jetzt gerade weg war, ist eigentlich so ein Problem. Also ich hatte sehr viele Probleme, so technische. Also, am Donnerstag ist mir nämlich ein bisschen Cola auf die Tastatur geflogen. Sie hat noch gut funktioniert an dem Tag, bis ich dann so mir gedacht habe, ja okay, vielleicht säuber ich mal die Keycaps, weil die steuern sich nicht mehr so gut. Ja, und dann beim Anstecken wieder, dann war da auf einmal Problem. Erst gehen die Tasten nicht richtig, dann gegen Shift und STRG nicht. Und dann hat die Tastatur irgendwie alles komisch gemacht, dass ich zum Beispiel beim Scrollen von der Maus, was ja nichts mit der Tastatur zu tun hat, dass die dann irgendwie rangezoomt hat. Keine Ahnung, was da los war. Ja, habe ich dann am nächsten Tag nochmal probiert. Ging nicht. So, und dann dachte ich mir, okay, gehe ich am nächsten Tag halt zu irgendeinem Technikladen und versuche da mal das zu reparieren. Ja, da kam direkt das nächste Problem, und zwar bin ich mit Fahrrad gefahren und hab direkt einen Platten bekommen. Ja, noch beschissener. Musste erstmal 50 Euro für einen neuen Reifen, also nicht für einen neuen Reifen, sondern für einen neuen Schlauch mir, ja, bezahlen. Also, perfekt, wie viel Scheiße mir da passiert ist. Ja, und die letzten Tage habe ich jetzt eigentlich nur verbracht, Controller-Spiele zu spielen, weil das Geile ist, ich habe jetzt erstmal nicht die Tastatur in Reparatur gebracht, sondern ich musste noch bis Montag warten. Aber weil der Montag so stressig war, konnte ich da auch nicht hingehen. Und dann dachte ich mir so, okay, probier's es heute einfach mal. Und ja, wie ihr seht, klappt anscheinend doch alles. Die Tasten fühlen sich natürlich beschissen an, ja. Aber ist natürlich verständlich, wenn Cola auf die Tastatur fliegt. Da ist ja verständlich, dass dann die Tastatur nicht mehr so gut funktioniert. Aber Hauptsache, sie geht wieder.
Ja, ich werde wahrscheinlich eine leichte Verzögerung haben bei dem Drücken von den Tasten, aber damit komme ich schon klar. Oder vielleicht säuber ich sie irgendwann mal. Irgendwann mal in 3 Jahren. Nein, irgendwann. Ach, ich kann nicht mehr reden. Irgendwann passiert das jeden Mal. Und es ist uns dann bestimmt schon alle mal passiert. Egal, ob jetzt bei Tastatur. Bei irgendeinem Gerät ist sowas mal passiert. Ja, es ist halt wirklich gerade echt ungewohnt. Weil man sich Shift am meisten so richtig komisch anfühlen. WASD fühlt sich auch sehr delayed an. Ja, es ist halt ungewohnt. Und das ist auch gerade wieder, dass ich hier Dingens Destiny 2 spiele, weil ich konnte es ja die letzten Tage nicht spielen, weil man Destiny 2 nur mit Maus und Tastatur spielen kann. Und leider nicht mit Controller. So, Alter. Guck mal, ich rede hier die ganze Zeit, aber sind immer noch nicht da. Ist ja schon schlimm. Weit das hier geht. Da können wir hier mal die Materialien hier alle aufsammeln. So. Ich habe auch leichte Kopfschmerzen. Das ist auch blöd. Boah, dieser Shotgun ist so geil. Okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich sehe Scheiße. Ey! Der ist ein krasser Gegner. Ist er doch nicht. Okay, hier kann ich auch noch nicht rein. Muss ich noch ein bisschen. Was nimmt die Pinguinfigur? Was? Pinguinfigur? Okay. Habe ich jetzt einfach mal genommen. Keine Ahnung, wofür die jetzt gut ist. Aber darunter müssen wir die Kelts aufhalten. Ist das die Mehrzahl? Kelts? Mal gucken. Warte. Der, wo ich so bewege, ich mich so langsam. So, kommuniziere. Yo, Darkness. Give me Stasis. Und ich sterbe ja gleich. Ja, die ultra krasse Musik. Wirklich, musiktechnisch ist beim Spiel immer noch alles geil. Boah. Das schmeckt. Wieso mache ich Heilfeld? Achso, ich bin noch vom Jäger gewöhnt. Guck mal, da spielt man einmal ein bisschen mehr Jäger als Warlock und dann gewöhnt man sich so krass daran. So, komm. Ja, alle auslöschen. Für wieder Stasis. Oh Gott. Geht mal weg, Alter. Ice Ages. Heute wird's für euch eiskalt. Denn ich bin cool. Der war so unlustig. Ja, aber ich hätte gerne jetzt Chance, also in echt, weil es ist arschwarm draußen, wirklich. Heute waren es 25 Grad. Ja, den muss ich ja auch vorstellen, es ist noch nicht mal Sommer. Und jetzt schon 25 Grad, kochen warm und muss man mit kurzer Hose rumlaufen. Schon anstrengend. So, Kommunikation beenden. Gott, schönes Telefonat mit der Stasis. Sei vorsichtig, Hüter. Das ist Stasis in ihrer mächtigsten Form. Ganz ehrlich, sie macht mir Angst. Ich möchte nur nicht dabei zusehen, wie sie sich gegen dich stellt. Ihr Griff ist unheilvoll. Es ist auch noch ein bisschen eiges. Komm doch mal runter. So, wir haben ja noch den anderen Auftrag. Achso.
Sei vorsichtig, Hüter. Jetzt wiederholt er ja noch. Das ist Stasis in ihrer mächtigsten Form. Ganz ehrlich. Oder auch nicht. Sie macht mir Angst. Okay, ich dachte, möchte nur nicht dabei zusehen, wie sie sich gegen dich stellt. Ich dachte, wir haben wieder so eine Rüstungsmission bekommen. So eine Rüstungsquest. Aber anscheinend nicht. Eramis wollte den Elixni zu wahrer Größe zurückverhelfen. Varix wollte ihr folgen, doch ihre Wut hat sie geblendet. Und Varix die Augen geöffnet. Eramis kann die Elixni nicht retten. Und wir können Eramis nicht retten. Wir müssen den Elixni helfen, die Eramis entkommen wollen. Wir müssen ihnen ihre zweite Chance gewähren. Und dann hält dich nichts mehr davon ab, ihre Herrschaft zu beenden. Okay, war ich einmal kurz weg? Oh, Luke muss schon wieder sehr viel schneiden. Variks Miene ist düster. Als er mit ansehen musste, wie Eramis die Vex entfesselte, ist ihm klar geworden, dass sie wirklich nicht mehr weiß, wofür sie kämpft. Jetzt bringt sie alles in Gefahr, was sich die Elixni auf Europa aufgebaut haben. Während die Vex Richtung Rhys Wiedergeborenen über Europa ziehen, plant Varix, einige seiner Verbündete bei der Evakuierung aus der Stadt zu helfen. Sie tragen ein wichtiges Gut mit sich, von dem Varix betreute. Dass es ungeheuer wertvoll für das Haus des Lichts auf der Erde sei. Er bietet dich um deine Unterstützung bei der Verteidigung. Danach kannst du dich Eramis stellen. Okay. Noch die Kacke machen oder noch Eramis. Gott. Verstehe. Skiff evakuiert. Und dann haben wir gerade noch die Quest bekommen. Für ein weiteres Rüstungsteil. Suche nach durch Stasis versiegelte Truhe im Verderben. Verderben. Wo ist denn das Verderben? Warte mal. Also, in echt weiß ich, wo das Verderben ist. Wir müssen hier oben die Dinger evakuieren, aber wo ist Verderben? Ist es auch wieder hier irgendwo? Schöpfung? Nee. Nexus? Spiegelkorridor? Ist hier unten? Was ist denn das? Ist es vielleicht irgendwie so ein... Da! Tatsächlich. Okay, dann fahre ich kurz dorthin. Also, bis gleich. Hüter, ich weiß nicht, ob ich mit dem Schritt halten kann, was du tust. Wenn du die Dunkelheit nutzt, meine ich. Boah, langsam geht's mir echt auf den Sack, dass der Geist die ganze Zeit Angst hat oder ja, Befürchtungen hat vor der Dunkelheit. Ich hab's jetzt schon das dritte Mal verstanden, dass du jetzt halt bisschen Angst hast vor der Dunkelheit und dich schon fragst, was sie hier für eine Scheiße machen. Du musst es aber auch nicht dreimal wiederholen. Obwohl, das war ja nicht nur dreimal, Alter. Der sagt das ja schon fast in jedem Questschritt. Gut, wo müssen wir denn hin? Ah, hier. Ui, Glow Spray, Technologien. Okay. Dieser Bereich ist auf keinem exowissenschaftlichen Bauplan verzeichnet. Clovis wollte wohl, dass er nicht entdeckt wird. Mal sehen, was er zu verbergen hatte. Kann mich Clovis mal am Arsch lecken. Ich öffne seine Truhen. Guck, wie easy. Machen wir hier noch den verlorenen Sektor. Why not? Ach, come on, Hydra. Das ist dein Ernst? Warst du eh schon fast tot? Ich bin so blöd. Jetzt mache ich das schon wieder mit dem Heilfeld. Bin ich der Einzige, der immer so blöd ist und verwechselt die Fähigkeiten?
Okay, öffnet sich hier die Scheiße. Ah, guck mal, das kenne ich noch aus dem Halloween-Event. Da sind wir auch immer den verlorenen Sektor hier durchgelaufen. Oh, ich liebe dieses Sturmgewehr, es ist so geil. Es mäht einfach die Gegner weg. Zack, 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 zack. So, mach mal hier die Buchse. Ach, Digga. Geh da weg hier. Leute, jetzt mach hier die Buchse weg. Bam. Granatenwerfer hilft. Aber das. Das beweist, dass er ein Monster war. Exoteile in menschliche Körper zu transplantieren. Ich weiß gar nicht, was das so schlimm sein soll. Sie sind anders als die Truppen, die durch das Tor kamen. Es ist möglich, sogar wahrscheinlich, dass sie auch Testsubjekte waren. Denn wenn Menschen reine radiolarische Flüssigkeit konsumieren, dann... Nun ja, du hast ja gesehen, was aus ihnen geworden ist. Beeilen wir uns und verschwinden von hier. Gut, haben wir ein weiteres Teil, ein weiteres Rüstungsteil, das ist natürlich perfekt. Willkommen. Barix freut sich, dass du jetzt auch den Christrockenreif hast. Okay, wir haben die Arme, wir haben die Beine, wir haben den Reif. Dann fehlt uns jetzt nur noch der Kopf und... die Brust. Boah, das ist doch schon kräftig mächtig. Okay. Sorge in den evidenten Ruinen dafür, dass das verbündete Flüchtlings-Sky von Europa entkommt. Okay. So, aber das machen wir in der nächsten Folge. Die Sky retten. Und jetzt werden wir nämlich erstmal einen Cut setzen. War wieder geil hier mit Destiny. Bisschen Spaß zu haben, nachdem ich 4 Tage weg war. Gut, ich hoffe, ihr könnt es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ah, Danny, besseres. Sowas. Ciao, ciao.